Ein besonderes Raubtier ist zurückgekehrt in die Wälder Niedersachsens. Der Wolf. Früher verteufelt, schließlich ausgerottet, wanderten die ersten Tiere vor etwa 13 Jahren aus Osteuropa wieder ein. Heute leben hier wieder drei Wolfsrudel in freier Natur. Aus seiner Begeisterung für diese Raubtiere hat Frank Fass eine Lebensaufgabe gemacht. Der 39-Jährige hängte seinen Job als Ingenieur an den Nagel, wurde Wolfsberater und will das Bild vom bösen Wolf verändern. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir nicht zum Beutespektrum gehören, somit der Wolf uns auch nicht gezielt bejagt oder uns töten möchte. Wenn wir einem Wolf begegnen, sollten wir stets auf uns aufmerksam machen, wenn er, der Wolf oder die Wölfe uns ohnehin nicht schon im Vorfeld wahrgenommen haben. Frank Fass hat das Wolfscenter Niedersachsen eröffnet, das erste seiner Art. In der Nähe von Dörferden sind zwei Gehege entstanden, jedes rund 10.000 Quadratmeter groß. In diesem Gehege sind europäische Grauwölfe untergebracht. Es handelt sich um drei Rüden und eine Fähe. Ein Weibchen. Wir haben hier in diesem Gehege vier Wölfe, die allesamt von anderen Wölfen aufgezogen wurden, so wie sich das ja im Grunde genommen freier Wildbahn auch darstellt. Wir können dieses Gehege hier betreten, stellen aber fest, dass die Wölfe immer auf Abstand zu uns bedacht sind, weil sie ja eben nicht von Hand aufgezogen wurden. Sicherlich ist es auch so, dass sie durchaus mal näher rankommen, um zu gucken, was passiert hier gerade, warum sind die Menschen im Gehege, bringen sie Futter oder haben sie irgendwie Gerätschaften dabei. Aber die Grundtendenz ist Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Christina Fass arbeitet mit ihrem Mann zusammen. Ich ziehe jetzt eine Geruchsspur, nimmst du die Karre schon mal wieder mit und dann schauen wir. Okay, los geht's. Damit die Tiere im Gehege ihr Futter selbst suchen und finden, zieht Frank Fass eine Geruchsspur. Jeder Wolf braucht pro Tag etwa 2 bis 3 Kilo Fleisch. Sieht ein bisschen wüst aus, aber wir haben heute nur wenig Wind und der Wind steht ungünstig. Die Wölfe sind dort drüben, kriegen den Geruch nicht automatisch zugetragen, weil sie letztendlich Rückenwind haben. Über die Geruchsspur erhoffe ich mir deren Neugier, dass sie der Spur folgen und gucken, wo liegt das Stück Rehwild. So, jetzt machen wir das hier fest und dann dürfen wir gespannt sein. Vorsichtig nähern sich die Wölfe. In freier Natur reißen ihre Artgenossen ab und zu auch Nutztiere, wie zum Beispiel Schafe, zum Leidwesen der Bauern. Der Wolf gilt deshalb in den Augen vieler als gemeingefährlich. Märchen und Legenden haben seinen Ruf ruiniert. Ich denke, es kommt auch viel wirklich aus dem Bereich Mittelalter, als Ackerlandschaft und Viehwirtschaft angefangen wurde. Da hat der Wolf gestört, der hat natürlich dann auch mal ein Tier gerissen als Beute. Da Wölfe es ja häufig nicht bei einem Schaf belassen, sondern gleich ein paar mehr reißen, war da teilweise wirklich existenzbedrohende Jagdschäden angerichtet worden. Und das hat über Jahre, wie gesagt, nicht von heute auf morgen, hat das immer mehr zum Hass auf Wölfe geführt. Im zweiten Gehege leben 6 Geschwistertiere, 5 männliche und ein weibliches. Diese Grauwölfe hat Frank Fass von Hand mit der Milchflasche aufgezogen. Die Tiere sind an den Menschen gewöhnt und weniger scheu. Genau wie in freier Natur gibt es im Rudel eine klare Rangordnung. Einer der 5 Rüden hat die meisten Freiheitsgrade, ist derjenige, der hier das Territorium im Gehege durch Absetzen von Urin und Kot markiert. Im umgekehrten Fall gibt es einen Wolf, sozusagen am Ende der Hierarchie, der ja folgedessen am wenigsten Freiheitsgrade hat, teilweise auch abseits liegt. Und da wir nur eine Fähe haben in diesem 6er-Verband, steht die sozusagen für sich völlig außer Konkurrenz.
Was wir hier nicht so gerne hören ist, und das wird oft gefragt, ja, sind Sie denn jetzt sowas wie Wolfseltern oder sind Sie der Leitwolf unter den Wölfen als Mensch? Wo wir sagen, nein, sind wir nicht, da sehen wir uns nicht. Wir sind eher Gäste hier im Gehege und solange die Wölfe das tolerieren, freuen wir uns, dass wir das so erleben können. Am Abend verabschiedet sich Frank Fass von seinen Tieren auf ihre Art. Im kommenden Jahr soll ein drittes Gehege entstehen. Es ist geplant, dort weitere Welpen aufzuziehen. Die Geschichte der Wölfe in Dörverden geht weiter.